Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Ja, jetzt haben wir das Vergnügen, hier eine kleine Expertenrunde Ihnen noch oben drauf zu legen. Die Gäste, oder wir wurden vorhin schon kurz vorgestellt, jetzt nochmal in dieser Ansicht sitzt dort drüben Lars Gutow vom AWI, Alfred-Wegener-Institut. Direkt benachbart Andrea Siebert-Raths, die hier ein hannoversches Heimspiel hat heute an der Hochschule Hannover im Bereich Plastik-Verfahrenstechnik. Und zu meiner Rechten Johanna Kramm, die aus Frankfurt gekommen ist und die einen sozialwissenschaftlichen Blick auf diese Thematik wirft. Und jetzt wäre vielleicht das Erste, dass wir mal nach Eindrücken aus dem Film fragen. Der Reihe nach, was ist Ihnen aufgestoßen, aufgefallen? Was ist so die intensivste Wirkung, die Sie hier rausziehen? Wollen Sie, Frau Kramm, als Erste mal sich äußern? Also ist es schon an? Ja. Ja, also als ich diesen Film gesehen habe, ja, also ich bin jetzt, obwohl ich mich ja mit der Thematik schon lange auseinandersetze, habe ich jetzt trotzdem bin ich ein bisschen eingeschüchtert. Also man denkt so, oh Gott, es sind ja sehr dramatische Bilder, vor allem wenn man sieht, wie dann dargestellt worden ist, dass bestimmte Inhaltsstoffe dann ins Blut übergehen. Da habe ich erstmal, ich meine, ich habe viel Austausch mit Ökotoxikologen und Toxikologen und der weiß, ich kann das Ganze auch ein bisschen jetzt kontextualisieren und ich hoffe, da reden wir auch gleich noch drüber, aber erstmal bin ich natürlich ein bisschen verunsichert. Und Sie, Frau Siebert-Raths? Ja, also ich kann mich da ein bisschen anschließen und ich glaube, dass es Ihnen im Publikum auch so geht. Viele Dinge in dem Film fand ich jetzt persönlich ein bisschen sehr reißerisch und auch plakativ. Ich denke, über viele Sachen kann man auch einfach sprechen. Es wurde ganz viel über Bisphenol A gesprochen, da gibt es ganz viele Regularien auch zu, die gerade hier in Deutschland europaweit auch greifen. Hoffe ich, dass wir auch da gleich noch drauf zu sprechen kommen. Biokunststoffe wurden auch aufgezeigt. Auch da, denke ich, ist es eine Alternative. Was man aber auch gut gesehen hat, und das finde ich auch immer wieder wichtig, weil es eine gesellschaftliche Frage ist, der Müll kommt schon von uns. Also wir alle haben auch die Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass wir uns auch über Kreisläufe Gedanken machen und vielleicht auch darüber, dass es sich um einen Rohstoff handelt und solange der noch so günstig ist und man sich wenig Gedanken über das Recycling macht und den Kreislauf als solches, muss man da vielleicht auch zu einem gewissen Umdenken kommen und auch die Gesellschaft dahingehend erziehen. Ja, und zuletzt noch Herr Gutow, Ihr Eindruck von dem Film. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, muss ich gestehen. Ich selber beschäftige mich primär mehr mit den mechanischen Auswirkungen von dem Kunststoffmüll in der Umwelt. Und das war jetzt sehr viel über Inhaltsstoffe. Habe ich mich bisher noch nicht allzu viel mit auseinandergesetzt. Hat mir jetzt einen anderen Blick auf das Problem gegeben, was halt einen wirklich erschlagen hat. Das war also wirklich dieser Zoom auf dieses Plastik, ne? Also sowohl in den Supermärkten als auch an den Stränden. Und man sieht schon, dass da wirklich sehr viel ist, mit dem wir uns da auseinandersetzen müssen. Okay. Dem Film ist es ja eigentlich auch gelungen, uns einen gewissen Ekel vor dem Plastik zu vermitteln. Also dass man am Ende jetzt froh ist, dass wir hier ein Glas haben aus Glas. Man möchte es gar nicht mehr an die Lippen nehmen, also gar nicht mehr mit dem Körper in Verbindung bringen. Und gleichzeitig hat er uns doch gezeigt, wie in Supermärkten oder in Spielwarenabteilungen praktisch wir in Bergen von Plastik leben. Toll ja auch die Bilder, wenn man das alles mal vor die Tür trägt, was dann überhaupt noch im Haus drin bleibt. Also diese Idee, dass der Planet von einer Plastikfolie überzogen ist, glaube ich, hat er sehr gut anschaulich gemacht. Jetzt können wir ja mal versuchen durchzugehen, also ob wir auch finden, dass es so ausgeprägt ist, das Problem. Und wir hatten Sie im Vorfeld gebeten, ein kleines Statement zu formulieren. Das wäre jetzt mal der richtige Moment, Herr Gutow, mit Ihrem Statement anzufangen. Also wofür stehen diese Personen, die wir heute als Gäste haben? Lars Gutow sagt, Plastikmüll ist ein weiterer ökologischer Stressfaktor für die Ökosysteme der Meere. Noch ist vielfach unerforscht, wie er sich auf den Lebensraum Meer auswirkt. Weil Plastikmüll sehr beständig ist und seine Menge weiter anwächst, sehen wir heute erst in Ansätzen, wie er die Meeresumwelt verändert.
In dem Film kam das ja zum Teil vor, wo mit so einem Filternetz mal unter der Wasseroberfläche gefischt wurde. Das Wasser sah eigentlich toll aus, also man hat gesagt, hier tolle Urlaubssituation, ja, mit diesem Katamaran. Und dann, wenn man unter die Oberfläche schaut, dann ist es im Grunde so, als wenn dieses Granulat da im Wasser wäre, ja, so wie wir es aus einer Sago-Suppe kennen oder so, ja. Sie sind jetzt selber auf den Meeren unterwegs gewesen. Was hat sich denn Ihnen für ein Bild geboten? Haben Sie sowas schon gesehen in der Art? Ja, das habe ich auch gesehen. Man muss aber vorweg einmal sagen, was wir dort in diesem Gefäß gesehen haben, was aus diesem Netz rauskam, so sieht es nicht in der Wassersäule aus. Also das ist tatsächlich dadurch, dass sie das mit einem Netz gefangen haben, ist es aufkonzentriert worden. Also dass man wirklich so eine dicke Plastiksuppe hat, so sieht es draußen auf den Meeren nicht aus. Es gibt in Küstenbereichen durchaus so strömungsberuhigte Zonen, wo alles Mögliche akkumuliert und dort sehen wir auch durchaus mal solche Konzentrationen. Was der Charles Moore, also dieser Mann dort auf diesem Katamaran gesagt hat, das stimmt aber eigentlich, dass man, also viele haben ja, wenn wir von diesen Müllstrudeln sprechen, die dort draußen in den Ozean sind, haben ja viele das Bild vor Augen, dass wir hier einen geschlossenen Müllteppich von Horizont zu Horizont haben. So sieht es nicht aus. Tatsächlich sieht es dort draußen so aus, wie wir es da in diesem Film gesehen haben. Es ist dort eine erhöhte Müllkonzentration. Aber wie Charles Moore das gesagt hat, das meiste sieht man eigentlich gar nicht, wenn man von oben drauf guckt, ne? Sondern in der gigantischen Wassersäule, aber vor allen Dingen auch am Meeresboden. Dort haben wir deutlich höhere Mengen noch an Plastikmüll, weil eigentlich landet früher oder später alles unten auf dem Meeresboden. Plastik schwimmt zwar oder viele Kunststoffe schwimmen zwar, weil sie eine geringere Dichte haben als Seewasser, aber sie werden zum Beispiel bewachsen in der Meeresumwelt. Dadurch steigt das spezifische Gewicht der einzelnen Objekte und sie sinken zum Meeresboden, sodass wir dort unten deutlich höhere Konzentrationen haben. Also ich kann ein Beispiel hier aus unserer Forschung aus der Nordsee, also dem Meer vor unserer Haustür geben. Da haben wir am Meeresboden zum Beispiel 40 mal höhere Konzentrationen, also zahlenmäßig an Müllobjekten als an der Meeresoberfläche. Na, also es ist tatsächlich überall, wo man hinguckt, in den Meeren begegnet man es. Und wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, dann sieht man das auch am Anfang gar nicht so richtig. Aber wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, fällt einem das plötzlich auf. Ne? Es ist am Strand, es ist auf der Wasseroberfläche, es ist in der Wassersäule, es ist am Meeresboden, es ist im Meereis mittlerweile, es ist im Schnee der Polargebiete. Und bezeichnend fand ich mal, also wir hatten eine Fahrt gemacht in die Sargassosee, das wurde ja schon erwähnt, das ist also praktisch der nordatlantische Müllstrudel. Und wir wollten dort zum Beispiel unter anderem quantifizieren, wie viel Müll denn dort an der Oberfläche treibt, also großer sichtbarer Müll. Und Besatzung und Kapitän sagten mir sofort, und die Leute, die schon mal draußen waren, da ist nichts, da brauchst du gar nicht hinzufahren, da ist nichts. Ne? Aber sie hatten sich tatsächlich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und nach dieser Fahrt haben sie gesagt, Mensch, das hätte ich nie erwartet, mein Blick ist völlig anders. Ne? Also es ist tatsächlich so, also ich wollte dann mein Plastik sammeln und dann sagt der Captain, ja, sag Bescheid, wenn du einen großen Haufen siehst. Ich sage, das brauchen wir überhaupt nicht. Setz mich einfach irgendwo raus mit diesem Boot, mit dem kleinen Beiboot und wir fahren eine Stunde rum und ich bringe einen Sack voll Plastik mit. Und tatsächlich war es auch so. Ne? Also wenn man genauer hinguckt, fällt es einem schon auf, dass das tatsächlich überall ist dort draußen. Gut. Kann man nachweisen, zu welchem Umfang kann man nachweisen, wie der jetzt auf Organismen wirkt im Meer? Also wir haben ja die herauspräparierten Plastikabfälle aus Albatrossmägen gesehen. Können Sie das auch beobachten? Der Müll in den Meeren hat unterschiedliche Auswirkungen. Das ist einmal der Müll, der in den Tieren drin ist. Das ist natürlich ein Problem, wobei das auch, also da kommen wir natürlich auch in den Bereich mit dem Mikroplastik rein, also der Kunststoff, der wirklich sehr klein ist, mikroskopisch klein, der zum Teil oder zum großen Teil auch daraus entsteht, dass eben größere Objekte in kleinere Objekte zerfallen. Und ich glaube, dass dass es unterschiedliche Schädlichkeiten entlang dieses gesamten Kontinuums des Größenbereiches gibt. Ne? Also dass zum Beispiel
das, was so diese Mägen von den Vögeln zum Beispiel anfüllt, dass das schon einen erheblichen Effekt hat. Bei dem Mikroplastik sind wir uns tatsächlich noch gar nicht so sicher. Natürlich gehört das in die Tiere nicht rein. Aber auf der anderen Seite, Tiere nehmen ständig unverdaubare Partikel auf. Sie machen es, seit es Tiere gibt. Und haben offensichtlich keinen großen Schaden davon. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist an einem Plastikpartikel grundsätzlich anders als an einem Sandpartikel? Jetzt kommt natürlich diese ganze Geschichte mit den Chemikalien mit dazu. Da ist es allerdings auch fraglich, wie groß der Anteil jetzt ist, den das aufgenommene Plastik an der Gesamtzufuhr dieser Schadstoffe in die Tiere rein haben, weil diese Schadstoffe eben zum Teil auch oder zum großen Teil sehr diffus auch in der Umwelt vorkommen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wo kommt es her? Na, wieso ist es in der Umwelt? Und da ist mit Sicherheit irgendwo auch ein Zusammenhang mit Plastik, aber auch andere Verwendungssorten dieser Chemikalien. Andere Größenordnungen haben andere Auswirkungen auf die Umwelt. Zum Beispiel größere Objekte, die zum Beispiel sehr beständig sind und sehr lange an der Oberfläche treiben, können Organismen über große Distanzen transportieren. Die Einschleppung fremder Arten in Gebiete, wo sie vorher nicht waren, wird mittlerweile als eine der größten Bedrohungen unserer Biodiversität angesehen. Weil es führt praktisch zu einer globalen Gleichmachung von Ökosystemen und dadurch erhöht sich auch die Anfälligkeit. Ne? Okay. Also ein breites Spektrum an Effekten auf die Umwelt. Ein interessanter Punkt, den wir vielleicht erstmal hinten anstellen, aber die Idee, dass praktisch auf einem Styroporstück Bakterienkulturen über den Ozean schippen und ganz woanders rauskommen, als ihr Ursprungshafen war. Gut, vielleicht noch eine letzte Frage. Finden Sie noch einen Fisch, der an dem keine Spuren von Plastik sind? Ist das heute noch vorstellbar? Kommt darauf an, nach welchen Spuren man sucht. Also ich glaube schon, dass diese Chemikalien, die damit verbunden sind, praktisch überall auch in den Meeren sind. Also man weiß, dass auf vielen Fischmärkten praktisch jedes Stück an Seafood kontaminiert ist mit diesen Schadstoffen. Wenn wir jetzt von den Partikeln sprechen zum Beispiel, da ist es tatsächlich nicht so, dass jeder Fisch kontaminiert ist. Also Studien haben ergeben, dass vielleicht 10% der Fische kontaminiert sind und von denen vielleicht dann auch nur so jeder drei kleine Partikelchen enthalten. Bei den derzeitigen Konzentrationen. Wir müssen aber auch uns vor Augen führen, dass die Konzentrationen der Kunststoffe in allen Größenspektrum in der Zukunft noch zunehmen werden. Okay, also nochmal Ihr Statement, was ich ganz gut finde. Es ist zum Teil noch unerforscht und wir sind am Anfang eines Phänomens, was noch mehr an Einfluss gewinnen wird, vermutlich. Ich leite mal über zu Frau Kramm. Ihr Statement wird jetzt... Naja, wir hören es uns mal an, ja? bringt nochmal einen anderen Ton hier in unsere Runde. Frau Kramm, dürfen wir zitieren mit den Sätzen, wir leben im Plastikzeitalter und werden immer auf Plastik angewiesen sein. Man sollte Plastik daher auch nicht per se verteufeln. Wir müssen uns aber damit auseinandersetzen, dass Plastik ein Teil unseres Ökosystems geworden ist und daran arbeiten, unser Plastiksystem zu verändern. Sie sind Sozialforscherin, Humangeografin und betrachten nun praktisch unser Rendezvous mit dem Plastik schon unter kritischen Gesichtspunkten, aber auch irgendwie doch mit einer gewissen Abgeklärtheit. Oder wie würden Sie da Ihre Herangehensweise charakterisieren? Wie würde ich meine Herangehensweise charakterisieren? Also ich setze mich mit verschiedenen Feldern da auseinander. Einmal natürlich... gucke ich an, wie wird das Umweltproblem wahrgenommen, warum ist es eins? Und ich würde einfach sagen, der Plastik an sich ist ein Material, was unserer Gesellschaft sehr viele Vorteile gebracht hat. Es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Was ich mit meinem Statement sagen wollte, ist, dass wir es umdenken müssen. Weil so wie es zurzeit ist, bin ich auch nicht mit einverstanden, wie Plastik sein soll. Also es hat einfach negative Seiten, wie zum Beispiel das Müllproblem, Mikroplastik, die Chemikalien etc. Aber Plastik an sich ist einfach für unsere Wirtschaft, für unser gesellschaftliches Zusammenleben sehr wichtig. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir an sehr, sehr vielen Schrauben drehen. Zum Beispiel denken wir nur an die Plastikverpackung für Nahrungsmittel. Warum haben wir so viel Verpackung? Teilweise, weil wir Produkte von sehr weit
importieren. Die brauchen einen langen Transportweg. Wir brauchen Verpackungen, damit das frisch gehalten wird. Da müssen wir überlegen, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir auch überlegen, wie ist unsere globale Produktionsweise, der Nahrungsmittel. Und die müssen wir dann verändern. Das heißt, da müssen wir einiges tun. Ich denke, dass das jetzt ein guter Anstoß ist. Ja? Also diese ganze Plastikmülldebatte, Mikroplastik, das, was Sie gerade gesehen haben, das, was jetzt das zunehmend in den Medien ist, zunehmend auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung, ist ein super guter, kann einen super guten Anstoß geben, darüber nachzudenken, wo müssen wir was verändern, wo müssen wir Sachen nachhaltiger gestalten. Und warum ich jetzt erstmal per se nicht gegen Plastik ist auch, dass Plastik ein sehr leichter Stoff ist. Dass es erstmal darum geht, auch Alternativen zu finden. Die Alternativen, also ich bin nicht unbedingt dafür, dass man jetzt Plastik sofort mit Glas oder anderen schwereren Materialien zum Beispiel ersetzen würde, weil wir, also es gibt Zielkonflikte. Ja? Also wollen wir Plastik vermeiden oder wollen wir auch zum Beispiel CO2-Emissionen reduzieren? Sprichwort Klimawandel. Das heißt, Glas ist sehr schwer, wenn wir jetzt zum Beispiel alles, was wir in Plastik haben, in Glas oder in anderen Materialien verwenden würden, dann hätten wir vielleicht mehr CO2-Emissionen und dadurch mehr einen größeren Klimawandel. Und mir geht es nur darum, da genauer und differenzierter hinzugucken und nicht einfach nur wild im Aktivismus zu handeln, sondern das genauer zu untersuchen, um es zu verbessern. Lassen Sie uns noch mal in zwei Bereiche reingucken. Wir haben vorhin unter uns mal versucht, eine Zahl zu ermitteln, ob sich jemand weiß. Also die Weltjahresproduktion an Plastik beläuft sich auf 350 Millionen Tonnen. Und dann haben wir gesagt, ja, wie viel haben wir denn als Verbraucher überhaupt in der Hand? Also was ist die Supermarktwelt praktisch? Und dann kamen wir auf 40% von dieser Menge. So, das wäre ja jetzt etwas, da können wir direkt was, also da haben wir Einfluss drauf, beim Einkaufen zum Beispiel. Jetzt reden wir kurz mal über Lebensstile. Es wird dann oft gesagt, naja, heute sind wir sehr mobil, oft leben wir in kleinen Haushalten und oft mögen wir auch diese Convenience-Geschichte, ja, also ist schon fast fertig, brauche ich nur noch aufwärmen oder so. Diese Sachen müssen dann frisch sein, die sollen aber auch irgendwie so sein, dass wir sie im Supermarkt schon sehen können und so. Jetzt haben Sie Konsumverhalten erforscht. Wie ist es denn? Bei vielen Leuten besteht ein Unbehagen, ja, man müsste was ändern, aber manchmal hat man auch das Gefühl, man kommt gar nicht so leicht raus aus dieser Schose. Man müsste sehr viel Disziplin aufbringen, um da jetzt für sich ein Gegenprogramm zu entwickeln. Wie beobachten Sie die Leute in diesem Spannungsfeld? Und vielleicht noch eine Frage, wo könnte man den Konsumenten da unterstützen? Also wir konkret erforschen jetzt nicht nur den Konsumenten, sondern Konsum heißt für uns auch, beinhaltet auch die Produktion. Also deswegen, ich würde jetzt nicht alles auf den Konsumenten abwälzen, weil die Wissenschaft zeigt natürlich, dass es sehr verschiedene Lebensstile gibt und sehr verschiedene, sozusagen bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel Einkommen, aber auch Bildung, die unsere Kaufverhalten oder Einkaufsentscheidungen natürlich beeinflussen und nicht, oder auch sowas wie, gibt es jetzt in meiner Nähe zum Beispiel einen Unverpacktladen oder nicht, kann ich regionale Märkte nutzen, gibt es die, wo ich zum Beispiel Sachen auch unverpackt kaufen kann. Das heißt, man kann jetzt nicht die volle Verantwortung, der Konsument hat eine Verantwortung, aber man kann nicht die alleinig bei dem Konsumenten suchen, sondern ich bin der Meinung, dass man auch entlang aller Akteure der Supply Chain, also anguckt und überlegt, was können die auch tun. Also es muss auch ein Angebot geschaffen werden, zum Beispiel auch in konventionellen Supermärkten dort auch verpackungsfreier einzukaufen, dass man sagt, dass man da auch, dass der Konsument da auch entscheiden kann, was er kauft. Okay, da wird ja oft mit Hygienevorschriften weggegrätscht dann. Ne? Also ich darf ja nicht mal meine eigene Frischhalteschale über die Fleischtheke reichen, weil die ja vielleicht mit Bakterien verseucht ist oder so. Wäre das auch denkbar, dass man da vielleicht zum Teil die Messlatte ein bisschen runter ermäßigen müsste, um so Läden wie verpackungsfreien Geschäften dann wieder ein bisschen mehr Raum zu geben? Oder steckt vielleicht hinter diesen Hygienepolitiken dann auch wieder eine Strategie? Ja, also Hygiene wird immer gerne als Legitimationsgrund für Verpackungen angebracht, natürlich. Aber es gibt inzwischen auch
Beispiele. Also ich habe zum Beispiel von Edeka-Marken gelesen, die jetzt auch sowas annehmen, wo es sozusagen so eine Schleuse gibt, wo man das sozusagen umgehen kann, wo dadurch gewährleistet wird, dass es da, dass man sozusagen die rechtlichen Bestimmungen einhält. Ich denke, da ist einfach noch total viel Potenzial für Innovationen und dass man sich da nochmal Gedanken macht, auch gerade was Mehrweg angeht, dass man das noch steigert. Also ich glaube, da sind wir jetzt auch, genau wie Herr Gutow gesagt hat, auch erst am Anfang. Da kann noch sehr viel geändert werden. Ja, ich würde mir das sehr wünschen. Ich finde es sehr traurig, dass unser ganzes Obst und Gemüse am Ende in so einem Schneewittchensarg kommt heutzutage. Da muss man aber auch ein bisschen bei seinen eigenen ästhetischen Ansprüchen arbeiten manchmal. Darf ich da kurz was sagen? Diese ganze Umverpackungsgeschichte, jetzt, die haben jetzt auf Obst und Gemüse abgezielt. Also es gibt Studien dazu, dass wenn Obst unverpackt ist, dass wir viel mehr Lebensmittel wegwerfen, weil jeder den allerschönsten Apfel, die schönste Banane, was auch immer haben will. Und Frischprodukte, Käse und Fleischtheke, was nicht verpackt ist, da haben wir auch einen hohen Anteil, der halt wirklich weggeworfen wird. Und ich bin auch immer wieder überrascht gewesen, jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit, wie viel Obst und Gemüse auch wirklich immer, also an Produkten nachgelegt wird. Wir leben auch in einem Überflusskonsum. Also das kommt halt noch dazu. Und Kunststoffverpackungen, wir reden jetzt gerade immer über die Verpackungen. Wir haben jetzt ganz viel Plastikmüll verpackungsseitig auch in den Meeren oder Umweltverschmutzung gesehen. Aber die Technologien, die wir heutzutage nutzen, dass wir nämlich mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, dass wir im Weltall unterwegs sind, dass wir mit dem Automobil unterwegs sind, dort haben wir Plastik. Das hat in den letzten Jahren sehr stark auch zugenommen. Trotzdem ist in unserer Gesellschaft die Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Da bemühen sich ganz viele auch darum. Das Umweltbewusstsein hat zugenommen. Aber ich finde, was man nicht vergessen darf, bei gerade im Verpackungsbereich, dass wir auch unsere Güter schützen und länger haltbar machen. Und das hat auch oder ist eine Form von Nachhaltigkeit, die sehr wichtig ist. Okay, Sie würden sagen, da ist auch ein Fortschritt zu erkennen, der am Ende auch wieder ökonomisch was einbringt. Ja, Frau Siebert-Ratz, jetzt sind Sie schon vorgeprescht, das finde ich sehr gut. Ich will aber Ihr Statement noch mal hinterher, also nachliefern. Denn wir haben ja im Grunde jetzt drei Fragestellungen. Also zum einen, wie schlimm ist es, wenn man die Meere anguckt? Das wäre jetzt Herr Gutow. Dann wäre die Frage, kann Industrie und Konsum auf diese Problematik reagieren? Und Ihr Punkt, Frau Siebert-Ratz, wäre eigentlich, können wir nicht anderen Plastik machen, der nicht diese vielen Nebeneffekte, die negativen hat. Ich fange mal mit Ihrem Statement an. Sie sagen, die Geschichte der Kunststoffe beginnt ja mit Biokunststoffen. Heute sollten wir uns wieder auf sie besinnen. Ihr Anwendungsspektrum reicht von langlebigen Hightech-Produkten bis zu abbaubaren Alltagsmaterialien. Biokunststoffe sparen Ressourcen, Stichwort Erdöl, und tragen zur Lösung der Müllprobleme bei. Das dürfen Sie jetzt mal ausmalen. Ja, vielen Dank. Also es ist an der Zeit, tatsächlich Alternativen zu finden, dass wir uns unabhängig machen vom Erdöl, dass wir neue Kunststoffe entwickeln. Man darf nicht vergessen, dass die konventionellen Kunststoffe einen massiven Vorteil haben, weil sie nämlich einfach schon länger auf dem Markt sind. Die Biokunststoffe oder die biobasierten Kunststoffe sind nicht immer per se umweltfreundlicher. Also wir haben jetzt gerade ganz, ganz viel über Weichmacher gehört, über andere Zusatzstoffe, über Additive als solches. Das heißt, da geht es schon darum, genau hinzugucken. Das Bisphenol A, was wir jetzt gerade en masse auch gehört haben, das stimmt. Das ist aber in vielen Bereichen auch einfach schon verboten. Gerade wenn Sie auch die Babyflasche wurde immer wieder gezeigt. Wenn Sie jetzt mal kritisch hinschauen, können Sie sehen, dass dort die Hinweise immer zu sehen sind, dass das dort, also dass es BPA-frei ist. Der Film jetzt war von 2009, von REACH war an der Stelle auch die Rede. Es hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Viele Sachen wurden auch einfach verboten, die müssen nachgewiesen werden, eben über diese REACH-Verordnung. Genau, so komme ich jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage zu den Biokunststoffen. Das schauen wir uns ganz genau an und wir gucken, dass wir hier, der Stefano Facco von der Novamont hatte ja da gerade erzählt, dass es noch 0% waren. 2009 war das tatsächlich noch sehr, sehr gering, weil man 2005 mit der Novellierung der Verpackungsverordnung sich erst wieder
sozusagen dem angenähert hat. Da war es attraktiv für die Industrie, wenn man einfach gesagt hat, dass man die DSD-Gebühren für kompostierbare Produkte spart. Das waren damals 1,35 Euro pro Kilogramm. Insofern hatte die Industrie damals auch die Möglichkeit, überhaupt erst wieder einzusteigen. Es gab einige Produkte damals schon, aber solche Firmen wie NatureWorks, die PLA produziert haben, haben halt einfach rote Zahlen geschrieben. Und seitdem ist der Markt stark am Wachsen. Wir haben jetzt bereits über 2% im Vergleich zu den konventionellen, das ist, könnten Sie jetzt sagen, es ist immer noch gering, gebe ich Ihnen auch recht. Aber wenn man sich die Verläufe in den letzten Jahren anschaut, sind die Zahlen exorbitant gestiegen und wir sind uns sicher, dass das auch weiterhin so passieren wird. Und wir versuchen uns mehreren Aspekten anzunehmen, unter anderem auch dieser Marine Litter Problematik oder aber des Litterns allgemein, also dass man vielleicht auch hinschaut, dort wo es Sinn ergibt, Kunststoffe zu entwickeln, die in bestimmten Bereichen auch sich einfach abbauen. Und abbauen bedeutet in dem Moment nicht einfach kleiner werden, also dass die Polymerkette einfach nur kleiner wird und trotzdem aber noch da ist und in dem Moment vielleicht auch kanzerogen, also krebserregend sein könnte, sondern dass dieser Kunststoff sich abbaut und zwar zu Wasser, Biomasse und CO2. Okay, also da wird ja vom Lebenszyklus gesprochen und Bio kann er nun also bei der Herstellung sein, bei den Stoffen, die dort hineinwandern, und Bio kann er auch bei dem am Ende seines Lebenszyklus sein, dass er sich sozusagen mit der Biosphäre auf eine unschädliche Art wieder versöhnt, wenn er verschwindet. Ja, also man muss unterscheiden. Es gibt biobasiert, biologisch abbaubar und kompostierbar und nicht jeder Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, ist auch per se biologisch abbaubar, sprich kompostierbar. Muss er aber auch nicht, weil wir haben, wir müssen auch unsere Kaskadenpflicht, sage ich jetzt mal, erfüllen. Das bedeutet, wir haben Stoffkreisläufe und wir möchten diesen Kunststoff, das ist ein Wertstoff, den möchten wir auch einfach ganz lange behalten und so viel wie möglich auch benutzen. Und dann am Lebensende sozusagen vielleicht auch noch energetisch verwerten, dass wir noch einen Zusatznutzen daraus generieren können. So, Frau Kramm, Sie sagten jetzt, da ist ja auch zum Teil ein bisschen Etikettenschwindel im Spiel. Also Greenwashing haben Sie genannt. Ich habe gestern erst Bio-Plastikbecher im Supermarkt gekauft, weil ich dachte, Mensch, endlich, super, klasse. Die haben auch gehalten bis zum Ende der Veranstaltung. Ich hatte schon immer geguckt, ob die Becher weich werden, wenn wir da was drin haben. Nein, die waren tadellos. Ich habe die wirklich mit einem besseren Gefühl gekauft. Jetzt sagen Sie, naja, aber man... Es ist zum Teil eben auch dann wieder eine unbegründete Sorglosigkeit, die mit diesen Bioprodukten im Handel dann verbunden ist. Habe ich das so richtig aufgefasst? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen, aber Bioplastik, weil das sozusagen dieses Label Bio trägt, denkt man ja erstmal, das wäre irgendwie nachhaltiger. Das heißt zum Beispiel, es suggeriert auch erstmal, dass es zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen ist. Das muss ja nicht immer sein. Es kann auch einfach nur abbaubar sein. Das heißt, da gibt es sehr, aber es kann auch biobasiert sein, aus zum Beispiel Stärke oder nachwachsenden Ressourcen. Da ist, glaube ich, dem Laien vielleicht oder dem Konsumenten an sich erstmal vielleicht noch nicht so, das noch nicht so ganz klar, die Differenzierung. Und dann natürlich, wenn man Bioplastik kauft, ist die Frage, ist das, was passiert danach damit? Ja? Ist das recyclingfähig oder werfe ich es einfach weg und hoffe, dass es sich dann zersetzt? Dann haben Sie natürlich Pech, wenn es zufälligerweise biobasiert war und nicht bioabbaubar. Das heißt, dann ist es trotzdem in der Umwelt. Und des Weiteren ist halt auch die Frage, wenn Sie mit dem Recycling ist, das können Sie vielleicht nochmal genauer erläutern, das funktioniert halt auch nicht immer. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, wenn es abbaubar wäre zum Beispiel, wenn man es dann wegwirft, ist es ja auch eine Ressourcenverschwendung. Also was Sie gerade gesagt haben, dass man die Sachen auch im Kreislauf führen möchte. Und deswegen ist es sage ich, da, auch da muss noch was getan werden. Also auch Konsumentenaufklärung, aber auch noch Verbesserungen der Recyclingfähigkeit, um es dann wirklich bio zu machen. Okay, also da muss ich zwei Sachen muss ich dazu sagen. Einmal ein paar mehr Sachen vielleicht. Im Moment haben wir einen Stoffstrom. Wenn Sie zu Hause für den gelben Sack ordentlich sammeln, dann geht man ja davon aus, dass erstmal alles irgendwie recycelt wird und dann vielleicht wieder zu einer Flasche wird. Das ist nicht so. Haben wir auch vorhin gehört, dass es einen Downcycle-Effekt gibt, nicht wegen der Weichmacher, also nicht nur wegen der Additive, sondern einfach, weil sie die Ketten verkürzen.
So, als damals PET eingeführt worden ist, um nämlich Wasser oder was auch immer für Getränke zu transportieren, hat kein Haar nachgekräht, ob das Zeug recycelfähig ist oder nicht, weil man erstmal sicherstellen muss, dass die Menge auch da ist. Also ich fange nicht an, für ein Fitzelchen Material eine Recyclinganlage aufzubauen. Ich sagte es ja gerade, die Biokunststoffe, die laufen gerade noch hinterher und es ist noch ein relativ zartes Pflänzchen. Fakt ist aber, wir haben eine Endlichkeit von Erdöl. Wir haben, das Erdöl wird nicht immer in den Ländern gefördert, wo sich alle so besonders gut befreundet sind. Und dazu kommt auch noch, dass das Statement schon gemacht werden kann, die neuartigen Kunststoffe, wir reden hier unter anderem auch von neuartigen Kunststoffen, die sind alle recycelfähig. Es geht im Moment eher darum, dass es noch nicht in den Stoffstrommengen einfach da ist. Und am Anfang von den Bestrebungen in dem Bereich auch aktiv zu werden, auch von der Forschung und Entwicklung und auch von der Industrieseite, war es damals erstmal so, dass man 2005 eher den Fokus auf Kompostierbarkeit und biologische Abbaubarkeit gelegt hat. Vom Institut her sind wir der Meinung, dass das wenig Sinn ergibt. Also wenn höchstens dort, wo noch ein Nutzen generiert werden kann, also die Folie vom Feld beispielsweise, die nicht erst entsorgt werden muss, sondern untergepflügt werden kann, dann habe ich einen Benefit davon, dass das Material kompostierbar ist. Ansonsten reden wir von Kunststoffen, egal welche Kunststoffquelle das letztendlich hat. Und da bedeutet es, dass wir das auch entsprechend in den Kreisläufen fahren müssen. Die Biokunststoffe, nur weil sie biologisch abbaubar sind oder kompostierbar, haben überhaupt nichts in der Umwelt zu suchen. Also dafür sind sie nicht ausgelegt. Man sollte jetzt nicht achtlos damit umgehen und sagen, ach, es ist Bio und es wird schon irgendwie verschwinden. Irgendwann verschwindet alles, so viel kann ich Ihnen versichern, mehr oder mal weniger. Aber es muss sichergestellt sein, dass auch die neuartigen Kunststoffe, die eine biobasierte Quelle haben, entsprechend auch genutzt werden und dass man da in gewissen Kreisläufen das Ganze auch ablaufen lässt. Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass Bioplastik weiter investiert werden sollte. Ich war gerade in Asien gewesen und da war ich auf einem Workshop zu Verpackungen und in Asien, das ist sozusagen ein Hotspot, wo eigentlich sehr hohe Eintragsquellen von Plastikmüll zu finden sind. Und da wird Bioplastik, da haben mich alle gefragt, ja, ihr macht ja was zu Bioplastik in eurer Arbeitsgruppe und ist das die Lösung? Und wir suchen händeringend nach was. Also auch Mitglieder von Regierungen. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist, glaube ich, nicht die Lösung, weil da wird erstmal gedacht, okay, es ist leicht zu ersetzen. Man kann, also wenn das Bioplastik die Lösung wäre, das wäre natürlich super, aber es ist halt so ein bisschen, oft wird das so gehandhabt, zum Beispiel auch so in Policies reingeschrieben, wir ersetzen das mit Bioplastik, ja, weil man erstmal, aber im Endeffekt, weil man dann nichts ändern muss am System. Man muss keine Abfallinfrastrukturen aufbauen, man muss nichts machen, weil man ja denkt, das Problem löst sich von selber. Es ist in der Umwelt und dann ist es einfach weg. Und so einfach ist es halt noch nicht. Frau Siebert-Ratze, ich würde total gerne mal zu Ihnen ans Institut kommen, wenn es dort so einen Showroom geben würde mit Produkten. Ja? Ich meine, Sie kennen das vielleicht selber, das gibt zum Beispiel Pommes-Schalen, wo Sie am Ende der Mahlzeit die Schale mitessen dann, ja? Weil die aus wie so eine Art Waffel ist. Ja? Für die Stäbchen habe ich es jetzt noch nicht erlebt, aber das wäre für mich hilfreich. Vielleicht gibt es das auch längst und ich bin da viel zu ignorant, dass man jetzt genau mal Produkte fürs gute Gewissen präsentiert bekommt, wo kein Haken dran ist. Oder dass Sie mir sagen, dieses Produkt ist zur Hälfte bereits gut, den Rest kriegen wir vielleicht noch hin, vielleicht auch nicht. Wenn Sie uns sozusagen so ein Führer durch diese Zwischenwelt sein könnten, haben Sie so einen Showroom? Ja, in meinem unaufgeräumten Büro, nein. Also wir haben ganz viele Produkte bei uns im Institut, viele, die wir auch selber entwickelt haben. Wir haben aber auch eine große Öffentlichkeitsarbeit, wo wir ganz viele Produkte auch einfach sammeln. Und was wir immer wieder feststellen ist, dass wir über die letzten Jahre einfach ganz viele Anfragen bekommen haben seitens der Industrie, aus der Verpackungsindustrie, aus der Automotive-Industrie, Spielzeug, Elektronik, die halt sagen, wir möchten gerne umstellen, könnt ihr uns helfen? So. Und könnt ihr uns helfen, heißt in erster Linie, wir haben hier ein Produkt und das möchten wir ersetzen und zwar mit genau den gleichen Eigenschaften. Gut,
Dann fangen wir an, uns das dann anzuschauen. Aber ich hatte eine, zum Beispiel eine interessante Anfrage, da wollte jemand einen Wasserkocher herstellen, also Wasserkocher, 100 Grad Wassertemperatur, Feuchtigkeit, Luft und Wassertemperatur. Und er sollte zu 100% kompostierbar sein. Das funktioniert nicht. Also es ist immer ganz schwierig, das eine gegen das andere zu ersetzen und alle Sachen irgendwie zu haben. So, bei solchen Anfragen, da können wir dann eben nicht weiterhelfen. Wir haben aber sehr, sehr viel im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik gemacht. Wir haben für die Automobilbranche gebaut. Wir haben jetzt gerade unsere Materialien im Porsche verbaut. Da kann man sich fragen, ist das nachhaltig oder nicht? Unsere Materialien haben es auf jeden Fall geschafft. Die Kriterien dafür sind sehr, sehr hoch. Und warum haben wir das gemacht? Uns ist es wichtig aufzuzeigen, dass wir nicht nur Kugelschreiber oder andere Giveaways haben, wo man denkt, ja, mein Gott, braucht die Menschheit nicht. Dass wir gesagt haben, wir möchten auch im Rennsport zeigen, dass die Kunststoffe, die neuartigen Kunststoffe auch ganz viel können und dass sie vergleichbar sind. Wir haben eine Computermaus entwickelt, da ging es darum, dass das fair gehandelt wird. Das heißt, wir mussten uns da auch die Arbeitsbedingungen angucken. Da hatten wir ganz viele Auflagen. Also es musste zu so und so viel biobasiert sein. Es durfte nicht genmanipulierter Mais eingesetzt werden. Dann mussten wir gucken, wie verhält sich das? Wie ist das Einkommen von den Mitarbeitern, die dort arbeiten? Wir haben es geschafft. Wir haben die Maus auch bereits im Vertrieb. Wir stellen das Material dafür her. Solche Sachen freuen uns natürlich, weil wir darüber eine Reichweite haben und die Leute das Material in die Hand nehmen können und auch so ein Gefühl dafür bekommen, dass es Biokunststoff eben nicht immer grün ist und nicht sofort zerfällt oder stinkt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, um einfach diese Akzeptanz zu schüren. Okay, ich kann mir vorstellen, Ihr Studiengang hat regen Zulauf von jungen Leuten. Gutes machen, also die wollen keinen Mist bauen. Und je jünger, desto ausgeprägter ist diese Haltung. Also da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wir müssen jetzt mal den Bogen versuchen auf die Umfrage, an der Sie sich beteiligt haben. Wir haben nämlich hier jetzt eine erste Hochrechnung vorliegen. Und wir schauen uns das mal an. Eine Frage war ja, Plastikmüll ist ein akutes Umweltproblem. Man sieht es am Zustand der Meere. Nun hat Herr Guto gesagt, die Forschung ist noch nicht ganz durch. Die Frage ans Auditorium war, wissen wir schon genug, um aktiv zu werden oder müssen wir eigentlich noch weiter forschen? Oder müssen wir erst noch mehr forschen? Das Ergebnis, wenn ich es richtig interpretiere, ist, dass ein Drittel sagt, wir wissen schon genug und zwei Drittel sagen, wir müssen noch mehr forschen, bevor wir wirksam da eingreifen können. Das wäre das Resultat. Sehen Sie das auch so, Herr Guto? Also ich denke, wir wissen auf jeden Fall genug, um zu wissen, dass wir was machen müssen. Die Frage ist halt immer, und das tut ja meine Kollegin auch, sie tut ja was. Die Frage ist halt immer, was machen wir und machen wir das Richtige? Und da besteht sicher noch Forschungsbedarf. Also ich habe ein paar Beispiele genannt, Sachen, die wir noch nicht wissen. Also was mich gerade auch, wenn ich Ihnen zuhöre, auch so ein bisschen erschlägt, ist, also das Problem ist ja eigentlich diese enorme Diversifizierung, die vielen Anforderungen an die Materialien, mit denen die Menschen an sie rantreten. Und diese Diversifizierung ist ja eigentlich auch die Ursache dafür, dass wir diesen Müll nicht beherrschen, dass wir eben, er ist nicht mehr rein, er ist nicht mehr sortenrein, sondern er soll 3, 4, 5, 6 Eigenschaften auf einmal erfüllen und ist dadurch einfach, und deswegen entzieht sich uns völlig die Zusammensetzung dieses Kunststoffs im Einzelnen. Das Beispiel aus dem Film war, da war ein riesiger Berg an PET-Flaschen, die eben nicht recycelt werden können, weil man nicht weiß, was vorher drin war oder sowas. Ja, das wissen Sie sicherlich besser als ich, wie gut sowas recycelbar ist. Aber das Problem ist ja häufig, denke ich mal, also dieses Downgrading kommt ja dadurch zustande, dass wir eben Sachen irgendwie dass wir sie nicht wieder dafür verwenden können, wofür wir sie eigentlich verwenden möchten, sondern dass wir sie zusammenwerfen müssen und dadurch eben dann Produkte mit einer geringeren Qualität entstehen. Und das Problem, denke ich mal, wird auch auf uns zukommen, eben mit den Bioplastik. Aber was ich eigentlich für den großen Vorteil von diesen Bioplastik ist wirklich die Tatsache, dass sie zum großen Teil eben wirklich aus nachwachsenden Rohstoffen entstehen. Und selbst wenn wir sie nicht recyceln können, wenn wir sie
wenn wir sie verbrennen, ist es immer noch besser, als wenn wir Kunststoffe verbrennen, die auf fossilen, aus fossilen Kohlenstoffquellen stammen. Einfach aus Gründen der Klimabilanz. Halt. Vielleicht kann ich doch da hinzufügen. Ich glaube, es ist auch nicht nur ein Problem, warum wir diese ganzen Plastikmüllmenge haben wegen der Desinfizierung, sondern auch wegen des steigenden Konsums einfach, unser Konsumverhalten, dass wir so viel einkaufen müssen, die ganze Zeit so viel kaufen, und das ist halt in vielen Ländern halt auch in vielen Schwellenländern eine wachsende Konsumschicht gibt, die auch ähnliches Konsumverhalten hat wie wir oder sozusagen anstrebt, und dieses nicht nachhaltige Konsumieren, dieses ständige Kaufen, das ist natürlich auch das, ja, und Wegwerfen, die vor allen Dingen, was bei Plastik ja das Problem ist ja auch dieses Einwegplastik, dass man sozusagen nur einmal nutzt und dann es entsorgt. Also okay. Eigentlich, wenn man sagt, müssen wir doch mal genauer differenzieren, was sind für Kunststoffe da? Es gibt Kunststoffe, die können wir länger nutzen, es gibt Kunststoffe, die sind ist Mehrweg, das heißt, die können wieder gewaschen werden und dann wiederverwendet werden. Und es gibt Kunststoffe, die halt nur Produkte, sag ich mal. Das nenne ich die Kunststoffe, sind Produkte, die halt einmal verwendet werden und dann sofort entsorgt werden. Ich glaube, was an der Stelle einfach noch wichtig zu wissen ist oder für Sie auch wichtig mitzunehmen ist, dass auf EU-Ebene gerade auch die Beschlüsse gefasst worden sind, dass gerade im Verpackungsbereich sich ganz viel ändern wird, weil nämlich die Auflagen kommen. Das ist vielleicht auch hier nochmal wichtig zu sagen, ganz viel muss einfach auch aus der Politik kommen. Wir wissen, wie schnell manche Sachen umgesetzt werden können, wenn sie einfach vorgegeben werden. Das ist jetzt in diesen Beschlüssen ist das genauso. Das geht in Richtung Recycling, dass man einfach in den Regularien drinstehen hat, dass man nicht mehr ganz viele verschiedene Polymere zusammenmischt oder aber verschiedene Schichten übereinander stapelt und hinterher nicht mehr trennbar ist, sondern dass man da jetzt den Ansatz hat, und ist gerichtet an die Industrie, dass man hier mit zum Beispiel Monoschichten arbeitet. Heißt, es ist ein Polymer. Dann kann man nämlich auch gewährleisten, dass das Ganze recycelfähig ist. Und da steht unter anderem auch drin, dass es bestrebenswert wäre, wenn man dort auch in Richtung Nachhaltigkeit denkt, und vielleicht auch neuartige Polymere einsetzt, weil die nämlich, neuartig heißt auch, dass man manchmal eben nicht das eine durch das andere nur setzen muss, sondern dass die auch was können. Es gibt Polymere, die neuartig sind, die biobasiert sind, die bestimmte Barriereeigenschaften haben. Zum Beispiel lassen sie keine Feuchtigkeit ins Produkt oder aber keine Feuchtigkeit aus dem Produkt. Das heißt, der Schutz ist einfach durch die chemische Grundstruktur schon gegeben, ohne weitere Zusätze. Das finde ich, muss man auch nochmal mitnehmen, und ich finde diese Verordnung insofern sehr gut, weil wir halt mitbekommen, dass sich in dem Bereich sehr, sehr viel tut. Es laufen neue Forschungsprojekte dazu mit der Industrie. Darf ich dazu was sagen? Bitte. Ich finde es auch sehr gut, dass die neue Verpackungsverordnung bis 2030 sozusagen, alle Verpackungen sollen recyclingsfähig sein. Aber ich weiß nicht, ob Recycling allein das Plastikmüllproblem löst, und ich würde mir dann auch mehr Vermeidung, also dass man das noch aktiver angeht, wünschen. Ja, da sind wir wieder bei den Himbeeren, die man jetzt kaufen kann. Okay, gut, guter Punkt. Kommen wir zu der nächsten Frage. Das Potenzial von Biokunststoffen. Die Frage an das Auditorium war, sollte es das Ziel sein, künftig alle Kunststoffe durch Biokunststoffe zu ersetzen? Da waren 54% der Meinung, das sollte so sein, 25% waren der Meinung, nicht. Wo jetzt das letzte Viertel geblieben ist, weiß ich nicht. Unentschieden vielleicht. Die Frage an Sie, Frau Siebert-Ratz, wie weit sind wir denn da? Ist das eine echte Alternative? Also, oder würden Sie auch sagen, jetzt mal Schritt für Schritt, das kommt erst langsam mit den Biokunststoffen. Ist das ein Ziel, dass wir irgendwann praktisch eine komplette Umstellung auf gute Kunststoffe hinkriegen? Ich glaube, ich hatte meine Frage anders formuliert, ob Sie glauben, dass man jetzt schon alles umstellen kann, weil ich nämlich wollte, dass da Nein angekreuzt wird. Also, von der Menge, die wir benötigen würden, von der Flächennutzung her, könnten wir umstellen. Das wäre völlig unkritisch. Dafür bräuchten wir weniger als 5% von der Ackerfläche, die wir zur Verfügung haben. Da könnten wir das
unkritisch herstellen. Aber ja, wenn Sie sich mal umschauen, was es für Kunststoffe gibt und was die alles können, denken wir mal an Hochleistungskunststoffe im Automobilbereich. Die müssen super hohe Temperaturen standhalten, die müssen kontaminiert werden mit Öl und mit Kraftstoffen, wir verbauen die in schnellen Autos, was auch immer, da brauchen wir einfach noch ein bisschen. Und ob das dann tatsächlich irgendwann so wird, dass wir alles substituieren, glaube ich jetzt erstmal, das glaube ich nicht. Es wird so schnell nicht passieren, weil ich kann nur sagen, die konventionellen Kunststoffe, die Entwicklung ist halt auch schon ganz lange im Gange. Wir fangen jetzt gerade damit an. Sehr wohl können wir in dem Verpackungsbereich, und der ist sehr groß, in den nächsten Jahren auf jeden Fall umstellen. Und wir sehen es auch immer wieder, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen, wenn man mal direkt von Kunststoff zu Kunststoff vergleicht, dass man sehr, sehr viel tun kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren ganz viel umstellen können. Aber nicht alles. Okay. Wir wollten dann außerdem von Ihnen wissen, wer hat denn jetzt am meisten Macht, was zu ändern und damit auch am meisten Verantwortung? Also, dass wir alle nachhaltigere Produktions- und Konsumformen uns wünschen, ist unstrittig. Wer kann am meisten tun, um Plastik im Alltag wirksam zu reduzieren? Hier waren mehrfach Nennungen möglich und es gibt drei Gewinner, die fast Kopf an Kopf sind, nämlich mit rund 60% wir Verbraucher, 62%, dann die Hersteller und der Handel mit 60% und die Politik mit 58%. Weit abgeschlagen die Wissenschaft. Was das nun bedeutet, ist wieder die Frage, wissen wir schon genug oder die Wissenschaft kann eh nicht viel ausrichten. Kommt jetzt hier nicht so klar heraus. Frau Kramm, das war eigentlich die Frage an Sie. Würden Sie das auch unterstreichen? Sind Sie mit dem Ergebnis hier zufrieden? Ja. Ja, ich glaube, es ging ja um die Verantwortung. Und ich glaube, die Verantwortung, wer wirklich was machen kann, ja, das sind der Verbraucher, die Lebensmittelhersteller, der Handel und die Politik. Und das habe ich ja vorhin schon ausgeführt, dass ich das auf jeden Fall auch so sehe, dass natürlich der Verbraucher kreiert eine Nachfrage. Das ist ein bisschen so, was war zuerst da, das Angebot oder die Nachfrage, wenn man zum Beispiel im Supermarkt guckt, also Rewe verbietet die Plastik, oder Rewe nimmt die Plastiktüte aus ihrem Sortiment, aber zur gleichen Zeit eröffnen sie ganz viele To-Go-Läden, wo sie dann wieder ganz viel in Plastik verpackte Sachen anbieten. Und anscheinend wird sie auch nachgefragt, ja, sonst würde das Rewe ja überhaupt nicht machen, ja. Das heißt, irgendwie kann natürlich der Verbraucher sich noch mehr an die eigene Nase fassen, aber das ist natürlich nicht so einfach, das im Alltag immer dann wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben ja auch schon gehört, es ist nicht so einfach. Woher soll ich jetzt wissen, was jetzt klimafreundlicher oder wie alles zusammenhängt? Das heißt, da muss der Verbraucher auch ein bisschen unterstützt werden. Und natürlich muss der Lebenshersteller, wie gesagt, auch diese Angebote schaffen und auch allein, welche Sekundär da fallen ja auch ganz viele Verpackungen währenddessen an. Also sozusagen Sekundär- und Tertiärverpackungen, bis das Produkt dann im Supermarkt ist. Und da kann man auch noch mal gucken, was kann man da tun, mehr auf Mehrweg setzen, da vermeiden. Und das ist ja auch so eine Verpackung, die man erstmal so gar nicht sieht. Aber die fällt natürlich auch an. Okay, ich kann mir viele Leute vorstellen, die da ein bisschen was ändern könnten. Nur mal ein Beispiel. Ich als Kunde habe einen kleinen Einfluss. Einen großen Einfluss hat der Leiter einer Mensa, einer Cafeteria, einer Kette, so in der Art, ja, weil der viel größeren Hebel hat. Da erstaune ich manchmal, was wir im Alltag noch über den Tresen geschoben bekommen. Oft könnte man Papiertüte statt Plastiktüte nehmen, bei dem, was ich beobachte, nicht? Aber ich glaube, dass wir da alle viel lernen können. Und dann gibt es so tolle Bücher, Bye-bye Plastik, ein Leben ohne Plastik. Einfach mal von Leuten, die das durchexerziert haben und dann sagen, hier, guck, das ist gar nicht so schwer. Bin ich gespannt. Das Buch hier, das ist eins von vielen, kommt jetzt im nächsten Frühjahr raus, wäre mal was für den Ostergabentisch. Jetzt wollen wir gerne mit Ihnen noch ins Gespräch kommen. Haben wir Sie lange auf die Folter gespannt? Es gibt ein Publikumsmikrofon. Wenn Sie sich hier einschalten möchten, eine Bitte, fassen Sie sich so kurz wie möglich, damit auch andere noch zum Zuge kommen und machen sich bemerkbar, dass Ihnen ein Mikrofon gebracht werde. Wer möchte? Ach so, okay, bitte. Ja,
Ich komme aus Gehrden und möchte Ihnen etwas Mut machen, denn bei uns in Gehrden gibt es eine vierköpfige Familie, die seit 2 Jahren plastikarm lebt. Und Sie können sich das auf RTL auch angucken unter Ruth Weißenborn. Da bekommen Sie im Grunde eine Anleitung, wie Sie zu Hause demnächst etwa 75% Ihres Plastiks im Haushalt sparen können. Die Familie hatte vorher 4 Plastikbeutel, die sie immer rausstellte. Jetzt hat sie im Monat nur noch 1 Plastikbeutel. Also es geht sehr, sehr gut. Und ich fand das auch gut, was Sie gesagt haben. Vermeidung ist eine ganz wichtige Sache. Und es bedeutet aber Gewohnheit ändern. Es gibt sehr wohl in Edeka und Rewe die Möglichkeit, mit einem Eigenbehälter einzukaufen. Sie müssen das nur mal ausprobieren. Das läuft in Gehrden hervorragend. Also, ich möchte Ihnen Mut machen, fangen Sie an, Ihre Gewohnheiten zu verändern. Ja, schönen guten Abend. Katrin Hampe ist mein Name vom Biokompostwerk in Hannover. Wir wünschen uns weniger Biokunststoffe in unserem Biotonnen. Das ist mein Wunsch. Da müssen Sie eigentlich was zu sagen, Frau Siebert-Rath. Ich meine, das ist jetzt, das hätte mir auch passieren können, dass ich den da reinschmeiße, ganz ehrlich. Muss noch mehr Aufklärung her, ja? Ja, das ist ein großes Problem und deswegen ist es eigentlich auch verboten, den Kunststoff dort hineinzugeben, es sei denn, es sind halt einfach diese ganz dünnen Folien, alles andere gehört da überhaupt nicht rein und wird auch dann nicht mitgenommen. Und dazu kommt auch noch, dass die Kompostierung hinsichtlich der Biokunststoffe, die als kompostierbar zertifiziert sind, auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich gehandhabt werden kann. Also ist ein Riesenproblem, was die Kompostierer an der Stelle haben, weil das in der Anlage einfach zu Stress führt. Nicht nur in der Anlage, sondern auch bei unseren Landwirten auf den Äckern in der Region Hannover zum Beispiel. Ach so, wenn der Kompost wieder ausgebracht wird sozusagen, ja, dann... Genau, aber deswegen wurde es auch verboten, weil genau das Problem ist. Aber ich glaube, mit dem Kompostierbar muss man einfach nochmal sagen, dass es halt für industrielle Kompostieranlagen, die bei 70 Grad über längere Zeit als auf einer normalen Kompostanlage quasi abbauen. Das heißt, es braucht spezielle industrielle Kompostieranlagen für kompostierbaren Bioplastik. Genau, deswegen sagte ich ja eingangs, dass wir jetzt vom Institut von der Kompostierbarkeit ganz wenig halten. Also einmal ist diese Problematik bekannt. Es gab ganz viele Fallstudien dazu und es ist nicht möglich, wie erklären Sie Ihrer Oma, es ist Plastik, aber anderer Plastik und der muss da rein. Das funktioniert in den seltensten Fällen und dann ergibt es auch wenig Sinn, wenn es dann kompostiert wird, weil Sie haben nichts davon. Also die Kompostreste haben wenig Nährstoffe, es entsteht trotzdem CO2. Es ist viel besser, wenn der Kunststoff recycelt wird und nicht kompostiert wird. Ich habe 2 Fragen zu 2 verschiedenen Stoffen. Einmal zu Silikon. Ich habe immer das Gefühl, was man so liest, Silikon ist irgendwie so das bessere Plastik, irgendwie so sicher und in Medizinprodukten und da würde mich interessieren, ob das eigentlich stimmt, ob das ungefährlicher ist, ob man darüber was weiß als andere Plastiksorten. Und die 2. Frage, ich habe auch mal gelesen, dass Tetrapacks auch irgendwie so, wenn man schon vermeiden möchte, dass es ein bisschen besser sei als PET, weil es gut zu recyceln sei. Und da würde mich auch interessieren, ob das eigentlich so stimmt. Also lieber Milch in Mehrweg oder ist Tetrapack auch okay? Also Tetrapack ist ein Mehrschichtverbund und Mehrschichtverbund ist immer schwierig zu recyceln. Also Sie haben Karton, Sie haben innen eine biobasierte PE-Schicht. Also da ist es eher schwierig vom Recycling her. Und zu Silikon im Vergleich zu XY ist immer schwierig. Also da würde ich mir, glaube ich, einfach angucken, wie die Stoffe sind, die dort angegeben werden. Und dann ist immer die Frage, mit was wollen Sie das vergleichen? Und man kann sich sicher sein, dass im Medizinbereich die Auflagen sind enorm hoch, die dort gegeben sind, dass die Sicherheitsbestimmungen da einfach greifen, dass da nichts drin sein wird. Zu dem Thema Plastik im Ozean. Wie da genau jetzt herangegangen wird in der Zukunft. Also Sie haben ja gesagt, dass es eigentlich nicht das Ziel sein sollte, dass Plastik
oder möglichst viel Plastik sehr gut kompostierbar ist, dass es eher darauf hinausläuft, dass das Recycling-System verbessert wird. Also ist das quasi eine Art Lösung dafür, um Plastik im Ozean zu vermeiden? Also soll die Lösung sein, das Recycling-System zu verbessern? Oder könnte man auch in die Richtung gehen und sagen, Plastik, was beim Endverbraucher landet oder in Pommesbuden verwendet wird, dass das kompostierbar sein wird und anderes Plastik dann eben in den Stoffkreislauf wieder eingeführt wird? Ich glaube, in vielen Ländern, also gerade wenn es um den Meeresmüll geht, in vielen Ländern muss erstmal überhaupt eine funktionierende Abfallinfrastruktur aufgebaut werden und da einfach geguckt werden, wo sind die größten Eintragsquellen quasi, also wo gelangt sozusagen das Plastik in die Umwelt und die zu reduzieren und zu schließen. Und dann, glaube ich, kann es sinnvoll sein, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, zum Beispiel gerade bei so im Kiosk, ich kaufe mir eine Pommes oder sowas, da gibt es inzwischen, ja, man kann das aus essbarem, also ich hatte war gerade in Asien, da hat jemand aus Seetang quasi so einen so Behälter hergestellt. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft sowas kommt und dass es mehr nachgefragt wird und statt Einweggeschirr wird vielleicht in vielen Sachen so essbares Einweggeschirr angeboten werden. Wichtig ist, also da kann ich mich nur anschließen, wichtig ist, dass man erkennt, wo sind die Eintragswege. Also wo geht das Plastik ins Meer? Ein Problem, was man hier auch hat, gelbe Säcke stellen Sie an die Straße, vielleicht auch schon den Abend vorher, es ist windig oder aber der Rabe, Krähe, was auch immer, was für ein Vieh, pickt das auf und der Müll flattert durch die Gegend. Sie können sich sicher sein, dass das, was sozusagen durch die Gegend flattert, in irgendeinem Fluss landet und damit irgendwann auch im Meer landet. Also auch da zum Beispiel mit Einführung von Tonnen könnte man das Problem schon vielleicht minimieren. Und dann muss man sich angucken, was landet im Meer, wie kann ich was substituieren. Also der Weg sind nicht die Biokunststoffe per se, aber wenn ich weiß, es ist ein bestimmtes Produkt, und ich kann dieses Produkt ersetzen durch einen biobasierten, kompostierbaren Kunststoff, der dann aber auch noch die Eigenschaften erfüllt. Es gibt Studien oder es gibt auch Pressemitteilungen, wo gesagt wird, der Kunststoff kann im Automobil eingesetzt werden und der ist zu 100% kompostierbar, aber auch bei 120 Grad noch temperaturbeständig und wärmebeständig und UV-beständig. Und dann löst er sich auf. Woher soll der Kunststoff das denn wissen, wann er sich dann aufzulösen hat? Also da muss man schon genau hingucken und dann, das ist auch eine Arbeit vom Institut selber, dass wir genau das machen. Also wir versuchen dann zielgerichtet vielleicht zu modifizieren, dass wenn wir wissen, das sind die Einträge und das sind hohe Müllvolumen, dass wir gezielt hingucken, können wir das vielleicht umgehen. Aber da, Forschung war da ja mit 12% oder Stimmen, da ist eben noch ganz, ganz viel zu tun, weil man da nämlich noch überhaupt gar nicht weiß, wonach gucke ich denn. Wir hatten anfangs die Diskussion, es gibt Standards, also Normen, Bestimmungen, wo jemand sich ausgedacht hat, wonach bestimmen wir das denn? Und da waren dann Temperaturen, worunter man das beobachtet, bei 30 Grad. Wenn wir 30 Grad Meerestemperatur haben, dann haben wir echt anderen Stress. Jetzt gerade nicht? Ah ja, okay. Ja, ich hätte eine Frage zum Thema Recycling und zwar spricht der aktuelle Spiegel, der morgen rauskommt, das Thema an, dass im Recycling die Quoten deutlich geringer sind, als viele Leute denken und auch teilweise als eigentlich vorgeschrieben ist. Da wäre jetzt meine Frage, was ist denn das Problem daran, dass wir so wenig recyceln? Also unter anderem auch, dass Recycling-Kunststoff teurer ist, aber was gibt es denn für technische Probleme daran? Und in welchen Produkten könnte man den recycelten Kunststoff einsetzen? Also ist es zum Beispiel möglich, den Joghurtbecher aus recyceltem Kunststoff herzustellen oder geht das aus gewissen Gründen einfach gar nicht? Also das Recycling ist so, dass, also wenn Sie einen Joghurtbecher recyceln, dann können Sie nicht wieder daraus ein Lebensmittelprodukt machen. Das geht einfach nicht. Die Bestimmungen sind da ganz strikt. Das funktioniert nicht. Mein Prof hat früher mal zu mir gesagt, wenn man recycelt oder wenn man alles recyceln würde, so viele nach Lenor stinkende Parkbänke könnte man gar nicht herstellen. Das war seine Aussage. So, deswegen gehen wir hin und verfeuern das Ganze momentan.
Es gibt auch Stimmen, die sagen, in 30 Jahren sind wir unterwegs und sammeln den Kunststoff wieder ein, weil wir nämlich benötigen. Also das Recycling muss besser werden. Wir können das auch schon. Wir können auch das Recycling nicht über nur mechanisch machen. Also dass wir es sozusagen klein machen, wieder aufschmelzen und was anderes draus machen, Parkbänke zum Beispiel. Wir können auch die Technologie, die wir heute schon haben, die muss einfach umgesetzt werden. Aber sowas dauert halt einfach. Wir fahren ja auch immer noch mit Nockenwelle durch die Gegend und wissen es eigentlich besser, dass wir andere Technologien haben. Also in der Motorentechnik. Ja, im Endeffekt wird halt stofflich, also es gibt die thermische Verwertung, die stoffliche Verwertung und die thermische Verwertung sind ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt also nur weniger als die Hälfte wird wirklich stofflich verwertet. Und da hat man immer jetzt bisher so von ein paar 40% ist man da ausgegangen und jetzt kam halt quasi raus, oder ja, darüber wird wahrscheinlich der Spiegel auch morgen berichten, ich nehme ich an, dass halt auch während dieses Verwertungsprozess halt noch Sachen aussortiert werden und im Endeffekt wird die Quote dann immer weniger als 20% oder sowas. Und das ist natürlich war für Deutschland, glaube ich, erstmal ein Schock, weil sie sich oft so als Recyclingmeister darstellen. Für viele war das eine Überraschung, also. Okay, ich finde solche Geschichten immer frustrierend, weil es gibt ja kaum noch einen Bereich, wo man einfach mal zum guten Gewissen rauskommt. Ne? Also jetzt tut man das schon immer in diesen gelben Beutel rein, tut es auch erst am Morgen an die Straße, damit es nicht über Nacht durch die Gegend fliegt und so. Und dann ist das immer noch nicht genug. Also ich finde, das ist die Höhe eigentlich. Also ich denke, dass Verbesserung und Intensivierung des Recyclings ist ein Teil der Lösung. Aber wenn ich zum Beispiel auch sehe, was draußen auf den Ozeanen rumschwimmt, also es heißt ja, aus einer PET-Flasche, die kann man relativ gut recyceln. Also es ist nicht nur ein Problem der Trennung, sondern es ist ein Problem, das ist einfach völlig außer Kontrolle geraten. Es ist viel zu viel. Es wurde ja auch schon gesagt, wir müssen es vermeiden halt einfach. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Produkte einfach auch wirklich am Bedarf des Verbrauchers vorbei produziert werden. Also seit ich mich damit beschäftige, fühle ich mich auch langsam so ein bisschen wie so ein Junkie. Also man ist ja wirklich angefüttert worden, man kauft es, man kommt teilweise gar nicht drum herum. Ich kann es nachvollziehen, was Sie sagen, dass Lebensmittel länger haltbar sind, aber die Lösung für zu viel Lebensmittel wegwerfen ist ja nicht, sie in Plastik zu verpacken, sondern sie irgendwie besser zu verteilen und vor allen Dingen eine bessere Aufklärung auch. Ne? Also dann gibt es jetzt eben im Winter mal eben keine Himbeeren, sondern vielleicht den Apfel, und auch wenn da irgendwie eine Druckstelle ist, muss man nicht den Apfel wegwerfen, sondern man kann diese Druckstelle rausschneiden. Ne? Und das muss nicht alles verpackt werden. Und wenn ich sehe, dass im Supermarkt eine verpackte Gurke neben einer unverpackten Gurke liegt auch noch und ich die Wahl habe, also das ist für mich wirklich einfach am Bedarf vorbei produziert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand zu Hause seine Gurke schält und denkt, ich meine, das wäre jetzt echt super, wenn die in Plastik verpackt wäre. Sondern, also es werden einfach so viele Produkte hergestellt, die wir, glaube ich, die wir einfach überhaupt nicht brauchen. Und das sollte man mal hinterfragen. Die EU fängt jetzt an mit Plastikgeschirr, mit Strohhalmen und sowas. Aber ich glaube, das ist im Grunde genommen da, wo es nicht wehtut. Ne? Aber man kann das Ganze noch viel weiterführen. Und was mich eben auch immer so ein bisschen ärgert, ist, also gerade bei der Verpackung von Lebensmitteln. Ich sehe den hygienischen Nutzen, aber vielfach wird uns ja, die wir mit Sinnen ausgestattet sind, die Möglichkeit genommen, unsere Nahrung zu testen, nämlich zu riechen oder sie anzugucken, weil sie eben in einer blickdichten, sterilen Verpackung ist. Und wir kaufen unsere Lebensmittel häufig nach dem Aussehen der Packung und gar nicht nach dem Aussehen der Nahrung. Und ich glaube, dass man da, wenn man auch diese ganzen Packungen weniger aufwendig machen würde und sie wirklich nur noch da produzieren würde, wo es wirklich nötig ist, dann könnten wir schon sehr, sehr viel erreichen, glaube ich. Ich habe noch eine Anmerkung dazu, was mich auch ganz spannend finde, ist, wir reden jetzt ganz viel über Vermeidung und wie furchtbar doch Kunststoffe sind. Das WWF hat 2015 gerade eine neue Studie rausgebracht, wir alle schmeißen ein Viertel der Lebensmittel, die wir einkaufen, ungenutzt weg. Das ist halt auch nochmal was ich immer sehr erschreckend finde, wie viel man einkauft und ein Viertel landet in der Tonne.
Aus den Kunststoffen, also aus diesen weggeworfenen Lebensmitteln, könnten wir zum Beispiel Biokunststoffe herstellen. Und zwar 355 Millionen Tonnen, die wir benötigen würden. Jetzt mal unabhängig davon, ob die dann noch alles können, aber wir könnten es. Und dazu, das finde ich auch noch ganz spannend, was ich auch jetzt gerade gelernt habe, weil das Kollegen von mir gemacht haben, manchmal ist die Gurke, von der wir gerade gesprochen haben, auch in Plastik verpackt, weil man dadurch vermeiden möchte, dass der Verbraucher nicht die konventionelle Gurke kauft, sondern die Biogurke, weil die Verbraucher oftmals hingehen und die Etiketten umkleben. Also geht man hin und verpackt die Biogurke, was ja schon mal per se total strange ist, in Folie, weil man einfach möchte, dass derjenige, der die Biogurke angebaut hat, auch sein Geld dafür bekommt. Also es ist ganz, ganz viel in der Gesellschaft, wo wir ganz, ganz viel zu tun haben. Und ich finde, solche Dinge finde ich immer super erschreckend. Also 25% wird weggeworfen und die Gurke wird Etikettenschwindel betrieben. Okay, das klingt skandalös, aber da muss ich mal sagen, als ich klein war, gab es in jedem Supermarkt noch einen Obstverkäufer. Ja? Der hätte darauf geachtet. Ja? Okay. Also so, jetzt will ich Ihnen mal die Lust nehmen, noch weitere Fragen zu stellen. Es gibt nämlich draußen eine Lounge, die schon für uns vorbereitet ist. Soll sie aber nicht abhalten. Wer möchte noch eine Frage stellen? Eine haben wir noch. Gibt es noch mehr? Zwei? Dann würden wir die beiden noch jetzt hören wollen. Bitte, Sie zuerst. Wenn der Verbraucher die Wahl hat, ein Produkt zu kaufen, was entweder in Plastik verpackt ist oder in Glas, was wäre dann die ökologisch sinnvollere Entscheidung? Das kommt darauf an, wo das Produkt herkommt. Also es macht relativ wenig Sinn, Wasser in Flaschen über die Alpen zu fahren. Also das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage und da gibt es keine pauschale Antwort drauf, ne, weil da eigentlich viele Faktoren mit einbezogen werden müssen. Und wir müssen auch berücksichtigen zum Beispiel, dass die Herstellung von Glas extrem energieaufwendig ist. Ne? Also es ist nicht nur eben das hohe Gewicht, sondern es ist einfach auch extrem energieaufwendig, das herzustellen. Und da kommen noch mehrere Faktoren mit rein und ja, es ist leider schwierig für einen Verbraucher. Ich kann jetzt. Ich glaube, das Beste wäre, wenn das Glas, was, also wenn Sie Glas kaufen würden zum Beispiel, dann das jetzt erstmal so im Umland regional hergestellt werden würde. Also wären keine langen Fahrtwege. Und wenn das Glas am besten noch Mehrweg wäre, also gewaschen wird und dann wieder zurückgebracht wird oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht die CO2-Bilanz von einer Plastikverpackung schlagen könnte. Ja, eine Frage. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Plastik im Zusammenhang mit Verpackung und Lebensmitteln. Frage an die Wissenschaftler, die ja über Zahlenmaterial verfügen. Ist es denn wirklich so, dass das den größten Teil ausmacht? Ich frage deshalb, weil in meinem Bewusstsein zum Beispiel auch Kleidung, die aus Polyester hergestellt wird, ein riesiges Problem ist, die häufig von Leuten gekauft wird, einmal angezogen, weggeschmissen. Ich meine, gelesen zu haben, dass jeder Deutsche im Monat 5 Kleidungsstücke kauft. Das sind Dinge, die häufig eben aus solchen Kunststoffen auch hergestellt sind und dann eben sehr schnell irgendwo wieder nicht verwertet werden, sondern irgendwo im Müll landen. Ist das nicht mindestens so ein großes Problem? Ja, das ist auch ein großes Problem. Da gab es auch ganz viele Artikel auch in der letzten Zeit dazu. Wenn man mal schaut, wie viel Wasserverbrauch man hat für ein T-Shirt beispielsweise, das ist auch gigantisch. Dazu kommt auch noch, geht auch in die gleiche Richtung, wenn Kleidungsstücke gewaschen werden. Auch da hat man einen Abrieb, genauso wie man übrigens auch einen Abrieb hat, wenn man mit seinem Auto durch die Gegend fährt. Das ist auch nicht gerade wenig. Oder mit seinen Schuhen, genau. Danke. Also auch das ist ein Problem. Da geht es dann, wenn man sich diese Problematik anschaut, Abrieb von den Kleidungen, da müsste man dann vielleicht nochmal genauer hingucken, was so die Anlagentechnik in den Kläranlagen kann. Wobei man da auch immer gucken muss, wenn man noch kleinteiliger wird, dass man auch Organismen verliert, die man vielleicht benötigt. Also die Sachen, die man betrachtet, erscheinen erstmal einfach, aber sind dann doch gar nicht so trivial. Aber Sie haben recht, auch Kleidung ist auch ein Thema. Ich glaube, Kleidung, ich glaube, wie Plastik verwendet wird, da ist Verpackung mit 40% schon der größte Anteil. Aber natürlich, wenn man guckt, wenn man zum Beispiel jetzt die Eintragspfade von Mikroplastik in die Umwelt betrachtet, da sind,
Also wenn man jetzt primäres Mikroplastik sich anguckt, was jetzt sozusagen nicht zerfällt aus größeren Teilen, da sind die Mikrofasern ja auch, haben, also sind auch ein substanzieller Beitrag, haben auch einen Beitrag, tragen dazu bei, ja. Ja, liebes Publikum, dann ist jetzt der Punkt gekommen, hier auf die Zielgerade einzubiegen. Es wird gleich noch Gelegenheit zu Gesprächen geben, auch mit unseren drei Gästen, die wir heute hier hatten. Vielleicht als kleines Fazit, so ein Film ist natürlich drastisch und der muss es ja auch sein, der spitzt ja auch zu. Nehmen Sie nicht 100% für bare Münze, aber doch bestimmt 95%, da bleibt noch genug übrig. Ich finde immer interessant, in unserer modernen Welt, wo wir immer dachten, die Moderne ist dazu da, dass alles besser wird, sind wir doch jetzt auf vielen Gebieten immer wieder mit so Anlässen für Skepsis konfrontiert. Und vielleicht ist das das neue Abenteuer, da neue Wege zu finden, nicht alles für bare Münze zu nehmen, Abenteuer im Alltag, irgendwas mal auszuprobieren, anders hinzukriegen. Kann auch sehr spannend sein. Vielleicht ist auch die Frage des Genusses irgendwann zentral, wenn wir jetzt anfangen, uns vor Plastik zu ekeln. Ist vielleicht nicht eine ganz falsche Einstellung an manchen Stellen. Aber dann was anderes zu finden, das ist spannend. Also da wird's, wir werden sehen. Das 21. Jahrhundert hat ja gerade erst angefangen. Mal sehen, wo es uns hinführt. Jetzt frage ich Sie drei nochmal. Also wenn wir mit Ihnen im Kontakt bleiben möchten, wie können wir das machen? Gibt es bei Ihnen zum Beispiel einen Tag der offenen Tür, Frau Siebert-Raths? Oder das AWI, kann ich nur sagen, hat eine großartige Webseite mit ganz, ganz tollen Inhalten. Wollen Sie da drei nochmal darauf antworten, wie wir im Kontakt bleiben können? Ja, also Sie haben unsere Themenseite, speziell zu diesem Thema Müll im Meer, haben Sie schon erwähnt. Wir haben zum Beispiel ein Webportal eingerichtet, auch wo wir Informationen speziell zum Müll im Meer aus der wissenschaftlichen Literatur zur Verfügung stellen. Litterbase heißt das, ist seit 2017 online. Insgesamt wird bei uns am Institut, oder haben wir eigentlich auch die Auflage und machen wir uns auch selber, den Wissenstransfer zu intensivieren. Das heißt also praktisch, dass das aus der Wissenschaft generierte Wissen in die Gesellschaft reinzutragen und nutzbar zu machen, dass wir das verstärken. Und dafür stehen eigentlich auch die Mitarbeiter unseres Instituts zur Verfügung. Also wenn Sie Fragen an Spezialisten haben, rufen Sie uns einfach mal an. Aber nicht alle auf einmal, bitte. Ja, da schließe ich mich an. Auch uns finden Sie im Internet. Wir haben auch eine Instituts-Homepage. Da finden Sie alle Forschungsprojekte, mit denen wir uns befassen, in Detailreiche. Wir haben aber auch oder sind auf verschiedenen Messen, unter anderem auch auf der Hannover Messe, wo wir so kleine Aufbauten an Experimenten auch zeigen. Wir sind beim November der Wissenschaft dabei. Das heißt, man kann uns auch besuchen. Und wir haben tatsächlich auch den einen oder anderen Tag der offenen Tür. Und ansonsten gilt das Gleiche. Wenn Sie wirklich Fragen haben, die Ihnen auf den Nägeln brennen, dann rufen Sie uns einfach an. Wir haben dafür eine Öffentlichkeitsarbeit, die sich den Fragen auch gerne annimmt. Ja, also wir haben auch eine Webseite natürlich, die ist www.plastx.org. Die Beiträge sind allerdings auf Englisch. Wir haben aber, da sind auch Blogbeiträge und wenn vielleicht jemand dabei ist, der gerne einen Blogbeitrag verfassen will. Wir veröffentlichen da auch von externen Blogbeiträge. Und von meinem Institut aus, das ISÖ, das Institut für sozialökologische Forschung, haben wir auch eine Webseite. Da gibt es dann auch Informationen auf Deutsch. Und haben wir eigentlich noch die Möglichkeit eines letzten Schlussworts, irgendwas zu sagen? Ja, Sie dürfen noch ein Schlusswort sprechen, aber nur Sie. Ach so. Okay. Dann, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich finde das wirklich total toll, dass dass in den letzten Jahren die Interesse an Plastik und Plastikmüll so zugenommen hat, weil damals, als ich vor ein paar Jahren, drei Jahren mein Forschungsprojekt beantragt habe, haben ganz viele im Institut gesagt, Plastik, total der alte Schuh, was willst du denn da machen? Und es ist halt nicht kein alter Schuh, sondern wir haben gehört auch von Bioplastik, die Innovation ist. Es ist noch ganz am Anfang, da muss noch ganz viel getan werden. Wir haben gehört, Plastikmüll in den Ozeanen, aber auch bei uns in den Flüssen. Also ich glaube, durch diese öffentliche Aufmerksamkeit ist es wirklich jetzt auf ein Thema gerückt, was noch
wo wir noch viel machen müssen. Und deswegen freut mich, dass das jetzt endlich passiert ist, sowohl was die Chemikalien angeht, wie Bisphenol A, weil das jetzt auch nur in Babyflaschen verboten ist und generell aber noch eingesetzt wird. Aber auch was den Plastik, die Recycling, die Vermeidung angeht, ich hoffe, dass das jetzt so ein Start ist für gesellschaftliche Innovationen auf allen Ebenen. Ja. Ja. Mir gibt es ein gutes Gefühl zu sehen, dass doch in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen gute junge Leute am Start sind und man denkt, die machen was. Deswegen danke ich Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren, und ich danke auch dem Veranstalter nochmal für dieses wirklich tolle Ambiente und für die Idee, dieses Thema reinzunehmen ins Programm. Ja, und Ihnen dafür, dass Sie hier waren. Ja, dem schließe ich mich nochmal an, aber ich habe ja gesagt, es ist die zweite Movie Night zum Thema Umwelt und Konsum. Wir haben noch eine dritte. Die ist am 22. März mit dem Film Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Das knüpft eigentlich unbeschrieben an dieses hier dran. Und für die Dame wegen der Textilsachen habe ich noch einen Terminvorschlag, und zwar den 4. Juli. Da geht es um Fast Fashion und die Ökobilanz. Also das ist ein anderes Format, aber wir nehmen uns auch dieses Themas an. Und ich hoffe, Sie alle bald hier gesund und munter wiederzusehen. Kommen Sie jetzt gerne nach Hause. Und wem noch was auf den Nägeln brennt, die beiden drei Referenten und auch der Moderator ist im Moment noch hier unten. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.